leider bedient als das längste Stück der Welt, As Slow As Possible, welches momentan aufgeführt wird, wenn ihr da reinhören möchtet. Das Stück dauert 600 Jahre und startete vor ein paar Jahren. Sehr, sehr cool. 600 Jahre? Ja, das ist ein Stück von einem Komponisten, John Cage. Und das Stück heißt As Slow As Possible. Und die Idee ist einfach, dass man dieses Stück so langsam wie nur eben möglich spielt. Das ist eine Seite nur, das ist nicht groß, sind ein paar Noten. Aber man soll das Stück so langsam wie eben möglich spielen. Und irgendwelche Künstler haben sich gedacht, ja komm, lass mal übertreiben. Sind in eine Kirche gegangen, die nicht mehr gebraucht wird. Und haben in der Kirche eine Orgel aufgebaut, die dieses Stück live spielt. Und es wird dann alle 5, 6 Jahre ist ein Tonwechsel. Also dann kommt ein neuer Ton. Ja? Und dann gehen die in die Kirche hin. Die haben dann für diesen Ton eine Pfeife vorbereitet, setzen die in die Orgel ein und ein Sandsäckchen auf die Taste drauf. Und dann bleibt das so liegen für die nächsten 5 Jahre. Ihr könnt auf einer Webseite gucken, wann der nächste Tonwechsel ist. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Da kannst du auch live in die Orgel reinhören. Also wenn euch mal interessiert, was gerade erklingt, das hier. Schön, was? RGB hört es nicht, ist nicht so schlimm. Also musst du es dir vorstellen, dass das nur so ein Einton ist. Genau, und hier steht dann auch, wann denn das nächste schon Problem, ne? ist. Wo sind wir denn gerade? Am 5.9.2020 gab es einen Klangwechsel und am 5.2.2022, also wenn ihr da hingehen möchtet, am 5.2.2022 wird es, am 5. Februar, da, wird es einen Tonwechsel geben. Das heißt, dann, ihr seht hier den Anfang des Stücks, ne? Dann wird es einen Tonwechsel geben. Cool, was? Das ist richtig krass. Aber John Cage gehört auch zu den Musikern, die sich auf die Bühne stellen, beim Klavierkonzert. Und einen Wassereimer neben das Klavier stellen, sich auf den Klavierhocker stellen und mit einer Gießkanne von 2 Meter Höhe Wasser in den Wassereimer laufen lassen. Und das war's. Aber das beste Stück von John Cage ist ein Stück, was ihr alle spielen könnt und ihr könnt damit euren Musiklehrer veräumeln. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich spiele jetzt von John Cage, ich muss gerade gucken, wie das Stück heißt. Das Stück heißt 4:33. Das Stück funktioniert wie folgt. Der Pianist setzt sich ans Klavier, klappt den Deckel auf, klappt den Deckel zu, wartet 33 Sekunden, steht einmal auf, setzt sich wieder hin, macht den Deckel auf und zu, wartet 33 Sekunden. Und das Ganze wiederholt er 4-mal und dann ist das Stück zu Ende. Es ist keine Verarsche, Leute. Es gibt Aufführungen von weltbekannten das Schönste ist, weißt du, weltbekannten Pianisten. Und wisst ihr, was das Beste von allem ist? Wenn ich John Cage wäre, würde ich dieses Lied ins Content-ID-Programm aufnehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo Ruhe in einem Stream ist, kann er das wegstriken. Ja, das geht ja nicht. Ist kein Scheiß. Hier ist das Stück. Hier gibt's dann, guck mal, ich kann euch sogar dieses Video zeigen, ohne einen Musikstrike zu bekommen. Gönnt William euch. Marx. Ich guck mir gerade, also ich muss das RGB eigentlich auch schicken, das ist was für dich. Nee, du hast mir das schon mal gezeigt. Achso, hab ich dir das schon mal gezeigt? Oh Gott, du Armer. Ja. So. Hast du mir viel gezeigt? Jetzt geht's los, das Stück beginnt. Keine Verarsche, was ihr seht, Leute. Das ist ernst. 33 Sekunden dann passiert etwas. Das Stück endet dann auch genauso. Ja.
Könnt ihr gerne eurem Musiklehrer vorspielen, der wird sich nicht freuen. Was ist der Sinn dahinter? Die Idee dahinter ist gar nicht mal so dumm. Wahrnehmung und Achtsamkeit. Es geht darum, mal tatsächlich 33 Sekunden, also was ist Musik? Das ist, glaube ich, die große Frage. Was ist Musik? Ab wann ist Musik Musik? Ist Ruhe Musik? Weil Pausen gehören zu jedem Stück dazu. Es gibt überall in jedem Stück Pausen, die gemacht werden. Es sind ja nicht alle Töne nacheinander, sondern ein Sänger muss auch mal kurz einatmen, muss kurz einen Akzent setzen. Ist das da Musik? Ja, natürlich, würde ich sagen. Warum also soll ein Stück, was nur aus Pausen besteht, keine Musik sein? Das ist eine Frage, die sich eben John Cage auch gestellt hat und deshalb dieses Stück komponiert hat. Und das ist ernst, das ist toter Ernst. Es ist zum Lachen, natürlich ist es lustig zum Lachen, aber auf der anderen Seite steckt da schon ein tieferer Sinn hinter. Ist cool, was?